Hallo zusammen. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr die Version eurer OpenTX Firmware auf Version 2.2 heben könnt. Diese Informationen betreffen die Fernbedienung Taranis, Taranis Plus, Q7 und auch die Horus. Ihr könnt mit dieser neuen Version, wenn ihr ein Betaflight und oder Cleanflight Copter habt, die Pits, Rates und auch gegebenenfalls euren Videosend direkt über die Fernbedienung konfigurieren. Was es dafür auf Seiten des Copters braucht, zeige ich euch in einem anderen Video. Um das Update durchzuführen, müsst ihr zuerst die Version des Companions auf 2.2 heben. Zum Zeitpunkt, wo ich das Video gedreht habe, hat der Auto-Updater die Version 2.2 noch nicht angeboten, also müsst ihr die möglicherweise von der Homepage selber herunterladen. Dafür geht ihr auf opentx.org und oben könnt ihr dann Download auswählen. Und wenn ihr dann die neue Version 2.2 anklickt und etwas runterscrollt, findet ihr unterhalb des Changelogs die entsprechenden Downloads. Zusätzlich könnt ihr da auch den Inhalt der SD-Karte herunterladen. Dies werdet ihr später brauchen. Es ist jedoch auch möglich, dies durch den Companion hindurch direkt durchzuführen. Nicht die Installation des SD-Inhaltes, sondern einfach den Download. Spielt also keine Rolle, ob ihr das hier oder über den Companion macht. Als nächstes installiert ihr den Companion in gewohnter Art und Weise, je nachdem welches Betriebssystem das ihr habt. Das solltet ihr, glaube ich, auch ohne eine Klick-für-Klick-Anleitung von mir hinkriegen. Beim ersten Mal starten des Companions wollte der Companion bei mir die Firmware herunterladen und obwohl ich Englisch ausgewählt habe und in dieser Sprache war die Firmware auf jeden Fall schon vorhanden für die Taranis, konnte er die aus irgendeinem Grund nicht herunterladen. Ich hatte ein paar Mal probiert und neu gestartet und so weiter und plötzlich ging es einfach. Ich denke, ich war einfach so früh mit dem Herunterladen des Companions, dass die Firmware noch nicht verfügbar war. Denn ich konnte den Fehler plötzlich nicht mehr reproduzieren und der Download ging immer. Falls ihr den Fehler jedoch noch habt, probiert ein bisschen und im schlimmsten Falle könntet ihr die Firmware auch direkt von der Homepage herunterladen. Den größten Aufwand hat das Aktualisieren der SD-Karte gebracht. Da ich aber schon diverse Dinge auf meiner SD-Karte drauf hatte, wollte ich diese nicht einfach löschen und mit dem ganzen Inhalt des ZIP-Archivs ersetzen. Insbesondere Sorgen habe ich mir um meine Sounds gemacht, ein anderes Sprachpaket und um die Bilder der Modelle. Diese sind in der Original-ZIP-Datei nicht vorhanden. Wenn ihr diese behalten wollt, empfehle ich euch, diese wegzukopieren, an Sounds und den BMP-Ordner und diese dann komplett zu ersetzen, den Inhalt eurer SD mit dem ZIP und dann die Bilder aus dem BMP-Ordner in den Images-Ordner zurück zu kopieren, diese wurde entsprechend umbenannt, und unter Sounds möglicherweise euer Audiopaket zurückzuspielen. Zusätzlich hat sich in den Sounds der Name der Startdatei, wenn ihr die Taranis einschaltet, auch verändert. Früher war das in Sounds, EN für Sprache Englisch zum Beispiel, system.tada.wav, das war der Name von Windows, ich glaube 3.1 und so weiter, Startdatei. Und neu heißt das im selben Ordner hello.wav. Wenn ihr also einen Customized Startsound habt, wenn ihr die Taranis einschaltet, müsst ihr diese Wave-Datei umbenennen, sonst funktioniert das nicht und ihr hört den Standard Welcome to OpenTX Sound. Damit ihr die neuen Features wie die Konfiguration der Pits, Rates und des Videosenders auch brauchen könnt, müsst ihr zusätzlich Skripts auf die SD-Karte kopieren. Auch wenn das rein von der Logik her im Video erst später kommen sollte, ist es praktisch, dies direkt jetzt zu machen, da ihr sowieso auf der SD-Karte rumkopiert. Den Link findet ihr wie immer unten im Kommentar aufgeführt. Und dann geht ihr da auf diese GitHub-Seite, Betaflight TX Lua Scripts, lädt diese ZIP-Datei runter, öffnet diese, die ist sehr klein, das geht sehr schnell. Und was jetzt da nicht so direkt verständlich ist, oder für mich auf jeden Fall nicht war,
Die zwei Skripts aus dem Common-Ordner müsst ihr in einen Unterordner kopieren. Und zwar in Scripts macht ihr einen Ordner BF für Betaflight. Die zwei Dateien kopiert ihr dahin. Und dann habt ihr da noch eine Auswahl für eure Fernbedienung. X9 ist die Taranis, X7 ist für die X7, Horus wäre für eine Horus, macht glaube ich Sinn. Und diese Dateien, jeweils für eure Fernbedienung, müsst ihr in den Ordner Scripts Telemetrie kopieren. Danach ist die Konfiguration der SD-Karte fertig, ihr könnt sie entfernen und wieder zurück in eure Fernbedienung packen. Ihr könnt natürlich, wenn ihr die Fernbedienung per USB anhängt, dies auch so machen, dass ihr das direkt über das USB-Kabel machen könnt. Ich mache es jedoch lieber über einen normalen Cardreader, der ist einiges schneller als die Taranis. Und das Kopieren gerade der Sprachpakete, der hunderten wahrscheinlich von Sounds, dauert sonst doch schon recht lange. Danach könnt ihr die Taranis an den Computer hängen, wie gewohnt mit den zwei Trimmern für Roll und Yo nach innen und dann anschalten, dass es in den USB-Modus bootet und dann, wie gewohnt, die Konfiguration der Modelle herunterladen auf den Computer. Der informiert euch, dass das eine alte Version ist und ich würde aus Sicherheitsgründen erst einmal das wegspeichern, so dass ihr sicher ein Backup habt all eurer Modelle. Die Dateien haben eine neue Endung. Das müsst ihr vielleicht wissen, falls ihr schon bestehende Konfiguration habt. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr die über den Companion die Firmware schreiben auf den Sender. Das ist wie gewohnt, ihr müsst einfach dann gucken, dass die Datei, die ihr dann schon mal runtergeladen habt, diese BIN-Datei auch noch vorhanden ist. Und dann könnt ihr das schreiben. Was hier noch anzumerken ist, wenn ihr dann die Taranis vom Computer abhängt und zum ersten Mal neu startet, konvertiert die Taranis die Fernbedienung und das EEPROM darin selbstständig auf die neue Version. Dies solltet ihr jetzt tun, bevor wir das Skript konfigurieren, mit welchem wir dann die Steuerung der Pits, Rates und so weiter durchführen können. Also abhängen, kurz einmal starten, warten bis das fertig konvertiert ist und dann wieder abschalten und an den Computer hängen. Damit diese Skripts auch verwendet werden können, müsst ihr unter der Telemetrie eine neue Seite, wenn ihr da schon Sensoren konfiguriert habt, einrichten und da entsprechend das Skript auswählen. Dies ist möglich über den Companion unter dem Tab Telemetrie oder auch über die Taranis direkt in der Modellkonfiguration auf Seite 14 oder 13. Bei mir war es 13, in gewissen Tutorials steht 14. Der Vorgang ist jedoch immer derselbe und wenn ihr das Modell gespeichert oder zurück auf die Fernbedienung übertragen habt, seid ihr ready, um die neuen coolen Features brauchen zu können. Um das neue Feature nun zu verwenden, könnt ihr wie gewohnt über den Telemetrie-Screen den nächsten, bei mir ist der erste, zeigt Daten des Quads an und beim nächsten Telemetrie-Screen erhalte ich die Pits und im Menü kann ich dann zwischen den verschiedenen Seiten hin und her schalten, dann habe ich die Rates auf den zweiten und auf den dritten kann ich über Smart Audio meinen TBS Unify Videosender konfigurieren. Was mich ein bisschen verwirrt hat, wenn ihr das speichern wollt, reicht es nicht rauszugehen. Also ihr könnt da Enter und dann umschalten und dann mit Enter seid ihr wieder draußen. Das wird jetzt so noch nicht angewendet, dafür müsst ihr ein paar Sekunden, vielleicht zwei Sekunden den Menüknopf drücken und dann Save Page klicken und erst jetzt wird es auf den Quadcopter gesendet. Und wie ihr gehört habt, startet dann der Flight Control neu und dann sind eure Pits angewendet. So wird das Pit Tuning und auch Videosender einstellen, wird massiv vereinfacht und ich finde das ein wirklich tolles Feature.
Und bin froh, dass es endlich in die Stable-Version geschafft hat, nach fast einem halben Jahr Test. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like oder Kommentar. Falls du gerne weitere Videos von mir sehen möchtest, abonniere doch hier diesen Kanal. Wenn du links unterhalb des Videos die kleine Glocke klickst, dann wirst du auch informiert, wenn ein neues Video verfügbar ist. Merci vielmals, ciao zusammen.